Hi, heute machen wir wieder mal was mit Hähnchenbrust und zwar das hier. Das ist eine gefüllte Hähnchenbrust mit Käse und Chili und wie ihr dieses fantastische Gericht macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt alle Zutaten, die ich für die gefüllte Hähnchenbrust brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier sind zwei kapitale Hähnchenbrüste. Dann brauchen wir Bacon. Dann wäre das Originalrezept mit Jalapenos. Die habe ich aber leider nicht bekommen. Es ist wirklich schwierig im Moment. Das hier sind große, lange Chilis bzw. Peperoni. Die werden wir gleich dementsprechend dann aufschneiden und füllen mit geriebenem Pecorino-Käse. Würzen wir das Ganze mit der Pure-Barbecue-Mischung und später noch glasieren mit einer Barbecue-Soße nach Wahl. Das sind alle Zutaten, die ihr brauchen werdet. Den Kugelgrill bzw. die Kokosnuss-Briketts heizt sich gerade vor. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Beginnen wir damit, dass wir die Chilis aufschneiden und entkernen. Die Schärfe steckt hier in dieser Membran drin. Die nehmen wir einfach jetzt hier mit dem Messer raus. Das hier wollen wir nicht, so darf es bleiben. Die Peperoni sind fertig vorbereitet. Jetzt kümmern wir uns hier um die Hühnchenbrust. Wie gesagt, das sind wirklich kapitale Dinger. Und da schauen wir jetzt, wir wollen sie ja dementsprechend aufschneiden und füllen, dass wir uns hier die Seite nehmen und dann quasi mit dem Messer hier an der Seite ansetzen und so eine Tasche hineinschneiden, dass wir sie dann quasi aufklappen können. Dass wir das Ganze dann so aufklappen können. Und dann wird das Ganze jetzt gewürzt mit der Pure Barbecue Mischung. Ihr könnt da eine Gewürzmischung nehmen, die euch schmeckt, wie es euch gerade gefällt. Aber die passt hier ganz gut. Damit reiben wir jetzt das Innere von der Hähnchenbrust ein und legen sie dann mit unserer Chili aus. Und dann habe ich ja hier diesen geriebenen Pecorino. Den gebe ich da noch großzügig da rein. Schlag das Ganze wieder zu. Bevor wir die Hähnchenbrust jetzt in den Bacon einrollen, würzen wir sie noch gerade von der Außenseite. Dafür braucht es dann nicht wirklich viel, einfach nur ein bisschen von der Gewürzmischung eurer Wahl. Und dann werden die Hähnchenbrüste einfach noch kurz da drin gewendet. So, als nächstes fangen wir jetzt an, den Bacon auszulegen, indem wir dann die Hähnchenbrust einwickeln werden. Das heißt also, wenn ihr schöne Baconscheiben habt, achtet darauf, dass sie eben nicht zu dünn sind, dass sie nicht reißen. Und dann immer die Scheiben so ein klein wenig überlappend auslegen. Wenn eine Scheibe oben ein bisschen breiter ist oder ein bisschen schmaler, das gerade einfach so ausgleichen, je nachdem, wie ihr sie hinlegt. Aber die hier sind eigentlich ganz cool. Gehen wir auf Nummer sicher, legen die jetzt auch noch hin. Dann haben wir hier die Hähnchenbrust und legen sie jetzt auf den Bacon drauf. Und dann gehen wir hin und ziehen die Scheiben stramm über die Hähnchenbrust drüber. Wirklich mit ein bisschen Zug, dass da wirklich Spannung drauf kommt. Und dann rollen wir das Ganze. Wir können jetzt also hier ein bisschen, auch wie ihr seht, ich halte hier das ein bisschen, ziehe das ein bisschen zurück, dass wir wirklich Zug auf diesen, auf den Bacon drauf bekommen. Und damit rolle ich das Ganze jetzt eben auf. Dann schnappe ich mir ein paar Holzspießchen und versuche damit hier an der Seite den Bacon quasi festzustecken, damit eben die Käsefüllung uns ja gleich nicht rausläuft, dass der Bacon quasi so ein bisschen als Verschluss dient und damit das alles dicht bleibt, links und rechts ein Holzspießchen. So, fertig sind unsere zwei Prachtexemplare und die kommen jetzt auf den vorgeheizten Grill. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Grill für indirekte Hitze eingerichtet. Links und rechts stehen die Kohlekörbe und wie gesagt, in die indirekte Zone setzen wir jetzt unsere Hähnchenbrust. Eine Möglichkeit mit der, da wo der Bacon quasi überschlägt, nach unten, dass das Ganze ein bisschen festbackt.
Die Kerntemperatur, die ich anstrebe, sind 65 Grad. Dafür schließen wir jetzt den Deckel und ich denke, das würde eine gute halbe Stunde dauern. Der Grill ist auf 180 Grad und dann sehen wir uns in einer guten halben Stunde wieder. Ja, wie prognostiziert, eine gute halbe Stunde später, eigentlich eine Punktlandung, haben wir eine Kerntemperatur von 65 Grad erreicht. 65 Grad ist jetzt noch nicht die Zieltemperatur, aber die richtige Temperatur, um die Barbecue-Soße ins Spiel zu bringen. Wer letztens das Video gesehen hat mit den Schweinefilets, wo ich da die Hälfte der Soße am Schweinefilet vorbei in den Grill buxiert habe, ihr seht, ich bin lernfähig. Wir haben jetzt also hier ein Schälchen, in die kommt die Barbecue-Soße rein und dann können wir hier wunderbar. Aber schaut euch mal den Bacon an, der sieht wirklich absolut fantastisch aus. Der Duft ist auch schon sehr, sehr vielversprechend, muss ich sagen. Und jetzt pinseln wir halt hier die Barbecue-Soße auf die Hähnchenbrust drauf. Wie gesagt, Kerntemperatur jetzt 65 Grad. Und jetzt schließen wir den Deckel nochmal für gut 5 Minuten, lassen die Soße ein wenig anziehen. Und dann ist unsere gefüllte Hähnchenbrust fertig und kann angeschnitten werden. So, knappe 5 Minuten später schauen die Dinger absolut fantastisch aus. Schaut mal, wie die glänzen. Die nehme ich jetzt runter vom Grill und dann wird es angeschnitten. Da sind sie, absolut fantastisch sehen die aus. Also nehmen wir erstmal die Holzspieße raus, denn die geben immer so ein unschönes Piercing im Mund. Auf der anderen Seite machen wir das auch noch. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach gar nicht lange rum und trauen uns an einen schönen Mittelschnitt ran. Also einmal Messer ansetzen. Schneidet sich tatsächlich wie Butter. Und wie ihr, jawohl, wie ihr hier sehen könnt, ist das eine absolut saftige Geschichte. Wie gesagt, Kerntemperatur um die 70 Grad und schaut, wie der Käse da rausläuft. Der Saft darunter, es ist ein Traum. Absolut fantastisch und ja, dann schneide ich mir jetzt mal ein schönes Scheibchen runter und dann wird natürlich probiert. Das wird großartig. Ja, so sieht also die fertige Hähnchenbrust aus und wie ihr im Anschnitt sehen könnt, die ist saftig, die ist lecker, absolut fantastisch. Leider, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das Ende des Videos abhanden gekommen, deswegen muss ich das Ganze nochmal neu aufnehmen, aber ich kann euch sagen, dieses Rezept solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Zutaten sind eigentlich überall zu bekommen und ja, solltet ihr auf jeden Fall mal probieren und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet noch keine Abonnenten des Kanals sein. Da oben die Möglichkeit, das sehr gerne nachzuholen, würde mich sehr freuen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.